So, hallo und herzlich willkommen bei Witcher 3, dem Versteckspiel-Simulator. Ja, ich spiele gerade Verstecken. Glück habe ich die Hexe sind zur Verfügung. Ja, ich sehe dich doch. Ich würde gerne hier die Truhe. Naja. Ich kann dich sehen. Wie hast du mich gefunden? Ja. Das ist geheim. Die geheimen Hexerkünste sind dafür verantwortlich. Drei Drecksgürtel muss ich noch finden hier irgendwo. Ja. Ah. Ah, richtig. Gemein. Ich wollte gewinnen. Oh. Da bist du. Du kannst rauskommen. Hast mich. Ja. Oh. Das war's. Ich hab euch alle gefunden. Du hast geschummelt. Keine. Gut, wir helfen dir. Reden wir mit den anderen bei der Hütte. Ich hab euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar. Haben wir ja versprochen, oder? Ja. Dann mal los. Oma! Eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen! Oma, komm! Eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen. Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal habe ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Bestimmt zu einer Art Schutzgeist. Und die deiner Freunde? Tot. Verhungert oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, hab ich Schreie gehört, dann Lachen. Ich hab mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien, die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut, das genügt. Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Danke. Endlich geht's weiter.
Los, los! Hansi ist hier lang gekommen. Ja, ist überall lang gekommen. Oh, hier ist ein garstiges Wasser eben. Schon mal irgendwie was Neues. Oh, warte mal. Mal sehen, wie mit einer Axt so kämpft. No, quick save. Ich will das haben. Aha, eine Höhle. Spuren führen zu einem Bau. Was da wohl drin ist? Müssen sie ducken? Ach, nee, rufen. Hansi! Hansi? Das denn? Hab keine Angst. Bist du ein Booker? Ein Lutin? Ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Heizung. Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst, ich tue keinem von ihnen was. Du lebst hier? Gemütlich hier, ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert. Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus? Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht?
Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Vorsicht! Aua! Garstiges. Garstiges. Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Dann muss ich wohl hochklettern. Okay. Hey. Ah. Hab hier noch was, nicht wirklich. Mit Drachen schon passt, ey. Oh. Fürchterlich aus hier. Verdammt, bist du hässlich. Ja, was nimmt man denn bei Wivern am besten? Oh nö, oh nö. Aua, ah, ja klar, Alter. Oh nee, wenn jetzt so ein Ding steckt, dass ich nichts looten kann. Ja, Gott sei Dank, wollte ich schon sagen. Ein Cash Level auf, nice. Und der Harpin. Oh, wieso will ich da fahren, wie man es hier? Eigentlich schon erwartet, ein Level abzuhaben, mal langsam. Vielleicht hat er diese Flasche gemeint.
ich jetzt den Kopf von der Wyvern als Trophäe gekriegt eigentlich? Ist mein Inventar voll? Also geht das? Das zurücklaufen. Dann hätte ich nichts mehr. Okay, sein Kopf war zu fähig, aber ist ja cool gewesen. Der ist schon verdient, genau. So eine Würfel ist doch schon was. Wir haben sie hinter sich. Hier. Gefeiert? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wie auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal. Ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Oho. Wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Ich ging ins Dorf, weil die neue weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling und hetzten ihre Hunde auf mich. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Kein Stück. Eben. Also müssen es die Mumen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran. Hätte dir nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können? Die Raben dienen den Mumen. Die helfen niemandem. Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Das frage ich mich. Ich mich auch. Erst recht, da meine Stimme die Krone der Stimmen ist. Mal sanft wie ein Wildbach, mal mächtig wie ein Donnerschlag. Und seien wir ehrlich, ich rede so viel, dass drei Fässer nicht reichen würden. Da hat jemand mächtige Magie verwendet. Entweder als Streich oder als Gemeinheit. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Oh mein Gott. Und plötzlich ein Rums. So laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts. Jung, aschblond, ganz wie du sagst. Verwundet und völlig außer Atem. Zischt ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Mumen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Die Frau aus dem Sumpf. Wer ist das? Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Mumen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Puh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Mumen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich? Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Was weißt du über die Mumen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut?
Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen. Und ich bin kein Flegel. Komm mit. Moment. Der läuft voll knuffig. Wenn wir an den ganzen Monstern vorbeigehen, natürlich. Verdammt. Oh, ich bin so ein Wasserweib, ey. Nice! Moment mal. Gucken, wie das hier funktioniert. Oh doch, ich hab Dings. Oh, wie geil. Ich dachte, wir müssen den ganzen Weg zu Fuß zurückgehen. Immer so mit dem Pferd. Die Luft ist rein. Keine Muhme in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Die Frau, nach der ich vorhin gefragt habe. Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte, es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jadna gefunden, oder? Genny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir.
gruselig. Hansi ist ein guter Junge. Aber die Herrinnen mögen ihn nicht. Nein, sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Du wagst es, uns zu stören, Weib? Jemand spricht durch dich? Hübsch und auch noch schlau. Wo hast du dich versteckt, Jungchen? Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag ihr nur aschblonde Mädchen. Die junge Frau, sie ist meine Ziehtochter. Wen soll das interessieren, wenn sie wohlgeformt ist? Mich. Ah, ein Wunderpunkt. Er blubbert wie Bier mit frischer Hefe. Oh, genauso mag ich sie. Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist es besser so. Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes? Dies sind harte Zeiten, Weißhaariger. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt in Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Macht ist bei Nineveh erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Wie es einfach immer weitergeht. Dunkle Macht. Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer. Der Dorfälteste von Nineveh wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Einen Dolch? Wozu? Wenn der Dorfälteste den Dolch sieht, weiß er, dass wir dich geschickt haben und hilft dir. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Die Hand sieht voll gut aus. Gib dem jungen Mann den Dolch. Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch, ich muss den Dolch holen. Hier, der Dolch. Die Herren sagen, ich soll ihn dir geben, den Dolch. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Stein blank, Stein glatt, Stein weiß, Stein hört. Ups, sorry. Da geht's runter. Mein Arm mit einem Vampir. Erstmal gucken. Ah ne, es geht doch noch weiter. Ich dachte schon, das ist das Feierabend.
Wo war denn da? Nein, ich wollte nicht runter. Ich muss mich hier gründlich umgucken. Oh. Menschenknochen. Was zur Hölle? Was zum Geier ist hier los? Ich muss nach den Lohn drauf liegen. Und die Hexen, das Bild, das ist ja auch gruselig. Wenn ich mal so angucke, ich glaube, die eine hält ein Ohr in der Hand. Und was ist das für ein Bein? Das sind einzig so viele Beine. Bei der rechten Frau? Der linken Frau. Das sind zwei linke Beine. Sehr merkwürdig. Ich fällt mir noch was darüber irgendwann, dachte ich. Noch Sachen zum Traum. So, wo war denn da dieser Schnellreisepunkt? Im Norden. Okay, da steht mein Pferd. Plötze! Da war ich sogar schon. Wie nice. Gleich ist auch Feierabend mal langsam hier. Ich denke, ich rede noch schnell mit dem Dorfältesten hier. Hallo. Was betrügt die Dorfbewohner? Schönes Dorf. Ja, eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und, kommt ihr zurecht? Tja, irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Kennst du diesen Dolch? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihm gehörst. Ich gehöre zu niemandem. Ich gehöre zu niemandem. Bin geschäftlich hier und will es rasch erledigen. Aha. So ist das also. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel, unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Aber so viele können doch nicht da liegen. Angst, sie anzurühren. Das Dorf ist voll winzig. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Ich brauche mehr Details. Du musst es selbst sehen. Meine Uroma hat mich dafür verdroschen, dass ich beim Flüsterhügel war. Aber was dort jetzt geschieht, ist ein Wunder. Ein paar Leute sind hin, um die Bäume zu fällen und den verfluchten Boden wieder urbar zu machen. Sie sind nicht zurückgekommen. Der Boden unter den Büschen ist weiß von Menschenknochen. Wann hat all das angefangen? Vor 3 Jahren. Ich weiß noch, ich ging an einem warmen Tag zu den Wildfallen. Ich zog einen Hasen aus der Falle. Da wurde es plötzlich mitten am Tag finster. Ich dachte erst, dass ein Sturm aufziehen würde. Dann hörte ich ein Kreischen.
dass mir fast das Trommelfell zerriss. Der Hase verweste mir in den Händen und die Blätter wurden gelb, obwohl gerade mal Sommeranfang war. Seitdem herrschen schlechte Zeiten. Den Leuten werden die Zähne rabenschwarz. Die Frauen streiten sich wie Wildkatzen, wegen gar nichts. Die Kinder werden verkrüppelt geboren, lahm. Ein Bangen und Fluchen. Wir flehen seit langem um die Hilfe der Herrinnen. Ich sehe mich um. Die Herrinnen des Waldes kennen diese Macht nicht? Sie wissen alles. Die alte Thekla meinte, sie bestrafen uns, weil wir sie nicht mehr respektieren. Manche nennen sie sogar Hexen. Aber sie können es nicht sein. Sie haben ja dich geschickt. Ich sehe mich mal beim Flüsterhügel um. Sei vorsichtig, Meister Hexer. Unterschätzt dieses Böse nicht. Ja, das sind 1, 2, 3, 4 Hütten. Schluckst du die ganz runter? Die kann doch nichts los sein. Dass da so viele Familienmitglieder liegen am Flüsterhügel. Hier ist es. Naja, wie auch immer. Die Folge ist jetzt schon lang genug. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.